Ja, Nachbereitung, kurz und knapp. Wir haben die Fehler analysiert, haben die guten Sachen analysiert, haben auch Video geguckt. Ja, und am Ende muss man einfach sagen, es ist schade, dass wir mit 0 Punkten da weggegangen sind, weil sehr, sehr viele Sachen haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Aber leider Gottes haben wir, ja, wenn Hertha etwas zugelassen hat, haben wir die nicht bestraft und die haben uns dann eiskalt bestraft. Und ja, so müssen wir in erste Saisonniederlage gleich hinnehmen. Und jetzt gucken, dass wir gegen BRK eben diese Fehler nicht wieder machen und irgendwie es schaffen, dass wir die Aggressivität wieder rüberbringen, das Spielerische wieder rüberbringen, plus am 16er rum, gegnerischen 16er rum, im letzten Drittel eben die bessere Entscheidung oder die Entscheidung so setzen, dass wir BRK wehtun können. Na, wir sehen das 1:0, wo der Gegner eigentlich nicht oder gar keine Chance gehabt hat bis dahin. Halbe Stunde, es ist ein Einwurf und das habe ich schon angesprochen in anderen Spielen, jetzt gegen Plauen oder Testspielen Unterklassigen, wo ich gesagt habe, müsst ihr wacher werden, wir sind in der Überzahl, konzentrieren uns nur auf den Ball und Fuchs kommt in den Rücken und der Stürmer kommt in unseren Rücken, wo er absolut allein ist und wir eigentlich im 16er ja, doch schon in der Überzahl sind. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten im Fußball, die eiskalt sind. Und das kannst du einfach, das kannst du in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, wirst du das wegmachen. Es werden immer wieder solche Fehler passieren, aber das sind Sachen, die sich auch in der Vorbereitung so ein bisschen reingeschlichen haben, so mit Eingespieltheit. Die Offensivspieler gucken dann nur offensiv oder defensiv und das sind so, das ist der erste Punkt, wo wir nur über Tore reden oder Gegentore reden. Das zweite ist, was heißt Fehler? Das sind nicht die klassischen Fehler. Ja? Wie spiele ich einen Pass? Ja, spiele ich ihn doch, wenn wir einen Konter haben, doch links, wo die Überzahl habe oder spiele ich ihn, warte kurz eine Sekunde und spiele ihn rechts. Das sind aber Trainingsabläufe und Spielpraxisen, die man dann im Laufe der Zeit haben muss oder sollte, damit man erfolgreich ist. Ja, ein Schuss von Farid vom 16er, wenn wir das Video gucken, es war schön, dass er geschossen hat, Salah steht völlig blank. Ja. Und wenn er den nur quer spielt, dann hat er, ob er den trifft oder nicht, wissen wir nicht. Aber das wäre zum Beispiel jetzt die bessere Entscheidung. Aber das kann man jetzt nicht direkt als Fehler nehmen, sondern einfach sagen, ja, die Qualität müssen wir dann haben, haben wir auch und einfach wacher sein. Konkret gefragt, Niklas Schneider wurde ja jetzt operiert. Wer wird denn noch nicht zur Verfügung stehen am Wochenende? Niklas Schneider ist gestern schon operiert worden und ist alles sehr, sehr gut verlaufen. Ja, und die zweite Diagnose war dann nicht wie die erste Diagnose und zum Glück haben wir gleich einen Termin bekommen und hoffen, dass er jetzt so schnell wie möglich fit wird. Für den Jungen ist es natürlich am schlimmsten. Für uns als Mannschaft oder als Trainer fehlt ein Spieler, wo man eingeplant hat, aber wir müssten ihn eben einfach jetzt unterstützen, dass er so schnell wie möglich auf die Füße kommt und dann eben irgendwann ab November dann Gas geben kann und für den Verein eben bereit ist. Ansonsten ja, müssen wir gucken. Ich kann jetzt am Donnerstag nicht sagen, wer am Sonntag zur Verfügung ist, weil wir haben bis dahin noch ein paar Einheiten. Und Jamal hat trainiert. Mal sehen, ob er hundertprozentig fit ist. Ja, deswegen ist es jetzt. Rocky auch. Boici hat auch trainiert, Gabby, und aber auch nicht hundertprozentig. Und deswegen ist es jetzt für uns nicht. Ob Jamal spielen kann, weiß ich nicht. Bei Gabby genauso. Ob die jetzt total schmerzfrei sind oder nicht. Gestern sah es okay aus. Ja, vorgestern hat Gabby nur individuell trainiert, dann nur ein Teil mit der Mannschaft. Gestern hat er voll mittrainiert mit der Mannschaft, aber ja, glaube, die Zweikämpfe hat er jetzt nicht so 100% mitgenommen und deswegen muss man abwarten, was bis Sonntag passiert. Jannis Tascher hat jetzt gegen Eilenburg und Hertha im Vorstand. Ist das auch eine Entscheidung für die nächsten Monate? Und wenn ja, was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben? Na, für die
für die drei Torhüter war es auch sehr, sehr schwierig, muss man auch sagen. Ja, weil die Jungs sind gekommen, kennen mich nicht, ich kenne die nicht von dem ganzen Leistungspotenzial. Und dann müssen sie sich in der normalen Vorbereitung haben sie ein paar Spiele über 90 Minuten und da kannst du es dann entscheiden. Und hier ist es so, haben sie jeweils 45 Minuten und 90 Minuten gespielt. Und dann habe ich gesagt, gegen Eilenburg ist da Tasche im Tor, weil die 90 Minuten braucht er noch, um sich zu entscheiden. Ja, dass ich sage, was für ein Gefühl. Und dann hat er mir in dem Spiel und die Woche danach das Gefühl gegeben, dass er einen Tick weiter ist als der Chiron. Und hat es gegen Hertha auch gut gemacht. Und ja, der Dreikampf oder Zweikampf, wie auch immer man das nennt, ist immer eröffnet. Und ich glaube, wenn Tasche weiß ganz genau, dass hinter ihm einer jetzt im Moment steht, der Gas gibt. Und dann muss er selber eben alles dafür tun, dass er auch da bleibt. Es ist ein Leistungssport. Und keiner von den Spielern, also wirklich gar keiner, hat eine Stammplatzgarantie und ich habe es auch keinem vergeben. Und deswegen muss man das sportlich alles klären. Am Sonntag spielt die Mannschaft seit Ende Februar das erste Mal hier wieder vor Zuschauern. Was wünschen Sie sich denn von den Fans? Ja, erstmal bin ich froh, dass ein paar reinkommen und bin auch glücklich für die Fans, ja, dass die auch kommen können und ihre neue Mannschaft sehen können. Ich wünsche es wirklich für den Fans, dass die Jungs ja, ihr Bestes auf den Platz rüberbringen. Die werden Gas geben, das weiß ich. Ja. Die habe ich so jetzt kennengelernt und ich habe es gestern oder vorgestern gesagt. Ich zog gerade gestern beim Training, ja, die hauen dazwischen, die schonen sich nicht. Ja, wo ich schon als Trainer sage, gut, jetzt breche ich ab, jetzt Schluss mit Training, weil die einfach, die sind voll dabei, machen, tun. Also das ist ein guter Charakter drin, ja, dass die auch nicht in den 4 Wochen nicht so eine Einheit sind, dass man sagt, so, oh, die haben sich alle lieb oder kein, das ist normal im Fußball, braucht so immer ein bisschen Zeit und ich glaube, Siege helfen da immer mehr, ja, weil die Spanne zwischen jung, alt, neu, alt ist noch da, aber man merkt, die gerade diese Woche war so, wo die miteinander noch mehr, ja, und letzte Woche, wo man sieht, die wollen gemeinsam Ziele, aber die geben schon Gas, ja. Das haben sie auch gegen Hertha gemacht. Das wünsche ich den Fans einfach, dass unsere Jungs da rausgehen. Und einige kennen das Stadion ja gar nicht. Ist ja auch so ein Ding, ja, hätte mir gewünscht, aber das ging einfach nicht. Ja, dass wenigstens ein Spiel, Testspiel im Stadion, da sind einige kennen das Bruno Plache ja überhaupt nicht. Und jetzt mit 1000 Zuschauern, ich wollte gerade sagen nur, aber es ist besser als nichts. Ich sage es mal so, ja, bei Hertha war ja gar nichts. Und dass sie das auf den Platz einfach rüberbringen und die 1000, die da sind, einfach sagen, wir kommen wieder und hoffentlich dann vielleicht noch mehr als 1000. Was kommt mit dem BRK für eine Mannschaft auf euch zu? Ja. Na, wenn man erstes Punktspiel gewinnt wie BRK, dann kommt man natürlich hier nach Leipzig mit voller Selbstvertrauen und wir kennen ja BRK und es hat sich ja seit Jahren bei denen nichts geändert. Es wird immer eine Mannschaft auf dem Feld sein oder in der Saison, die absolut vorne mitspielen wird und die insgesamt, es gab Saisons, wo sie von vornherein sehr aggressiv sagen, wir wollen aufsteigen. Es gab Saisons, wie auch dieses Jahr mal abwarten, gucken. Ich glaube, dass es auch okay ist, weil man eben nicht weiß, weil die Liga ist schon sehr, sehr stark. Aber von der Qualität her haben sie sich sehr gut verstärkt, haben einen neuen Trainer geholt und haben schon ein paar Eckpunkte behalten. Ja, gerade die beiden Innenverteidiger hinten, rechte Seite mit Bellegu haben sie behalten und den Torwart haben sie behalten, Gerlach, schon Kauter. Haben sie gute Spieler geholt, von Rostock einen sehr, sehr guten jungen Spieler ausgeliehen, den Ulrich Beyersit, den ich ja auch kenne, den sie geholt haben. Und ja, außen, ein paar junge Spieler und ja, die gucken dann, wie die Saisonstart ist. Und ich glaube, da gibt es noch einmal, wenn es gut läuft, dann gibt es noch einen Schub, dann holen sie nochmal zwei, drei richtige Granaten und dann greifen sie oben wieder an. Aber es ist eine spielstarke Mannschaft, die absolut über ihre Spielerische kommt. Und so werden sie hier auch auftreten und da müssen wir schon, was ich ganz, ganz am Anfang gesagt habe, unsere Fehler minimieren.
und gucken, dass wir einfach auch in der Offensive nicht dieselben Fehler machen, sondern einfach ruhiger am 16er, um 16er sind, ruhiger mit den letzten Pass sind. Und diese Spielstärke, was wir von hinten raus gegen, was Hertha uns gepresst hat und wir uns trotzdem gut rausgespielt haben und gegen den Ball sehr aggressiv waren, das muss man beibehalten, weil das ist gegen BRK sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich diese Aggressivität haben und die Zweikämpfe gewinnen und über die gewonnenen Bälle eben schnell nach vorne kommen. Und ja, in der Liga wird gerade am Anfang ist das wirklich ein Überraschungsei für alle. Und da muss man gucken, wie man reinstartet.